Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, eine weitere Nacht im Wald haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir hatten heute Nacht sogar Besuch von einer Waschbärenfamilie, einer Waschbärenmama mit 5 oder 6 kleinen Kindern. Aufnehmen konnte ich natürlich nicht, es war viel zu dunkel, hätte man mit der Kamera auch nichts gesehen. Und als sie uns entdeckt haben, sind sie natürlich auch gleich weggelaufen, aber es war süß. Sind nachher nochmal gekommen, haben wir nochmal so ein Rascheln gehört. Wahrscheinlich war das so ihr Platz, ihr Revier, an dem wir uns da heute Nacht niedergelassen haben. Ich habe euch ja gestern die Hütte gezeigt, wo wir eigentlich nächtigen wollten. Haben uns dann aber doch dazu entschlossen, ein bisschen um die Ecke zu laufen und wirklich direkt im Wald zu übernachten und nicht in der Hütte. Wir haben geschaut, es war kein Regen gemeldet und von daher haben wir dann ganz unter freiem Himmel genächtigt. Und ich habe euch eben die Brennnesseln gezeigt. Für mich gab es jetzt zum Frühstück schon mal einen Apfel mit Brennnesselsamen. Also ich habe diese Blüten einfach abgezupft und ja in meinen Apfel reingebissen und mir so einen Brennnesselsamenranke in den Mund gesteckt. Das ist einfach auch eine leckere Kombination. Vor allem, wenn sonst nichts greifbar ist. Und wir werden jetzt gleich losziehen. Hier ist ganz in der Nähe ein Ort und da werden wir mal schauen, ob es da ein Kaufhaus gibt, wo wir uns noch irgendwo mit Proviant versorgen können. Ansonsten habe ich ja immer noch Haferflocken dabei, Wasser haben wir auch noch dabei. Also wir verhungern und verdursten nicht, aber ja, wenn wir jetzt hier noch was Frisches kaufen können, da freuen wir uns natürlich auch drüber. So, jetzt gab es eine kleine Planänderung. Familienrat hat heute Morgen beschlossen, dass wir ins Schwimmbad gehen, weil gut, wir hatten alle das Gefühl, jetzt nach 3 Tagen sind wir jetzt schon unterwegs, genau, doch mal endlich zu duschen. Wir hatten gehofft, unterwegs finden wir irgendwo ein Bächlein, einen Fluss. Ich hatte auch ökologisch abbaubare Seife dabei, aber da war unterwegs nichts und jetzt haben wir entdeckt, in diesem Ort, in Naumburg, wo wir zurzeit sind, da sind wir heute Morgen hin zurückgelaufen, hatten wir entdeckt, dass es da ein beheiztes Freibad gibt. Ich habe euch eben schon hier so ein bisschen einen Schwenk gemacht. Außer uns ist hier kaum jemand drin. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Temperatur zusammen. Und vielleicht sind auch hier noch keine Sommerferien. Kann natürlich auch sein, weil wir haben jetzt erst, ja, ich weiß nicht genau, 1 Uhr oder so. Ja, dass wir hier jetzt endlich mal eine Dusche haben und uns ein bisschen erholen können. Also meine Schultern, meinen Rücken eigentlich weniger, aber die Schultern, da merke ich doch arg das Sturmgepäck, das wir dabei haben. Der Rucksack viel mehr. Und ja, meine Füße, sie tun nicht weh, aber ich merke einfach schon, das war gestern schon eine heftige Strecke, die wir da marschiert sind, berghoch zur Burg, nochmal runter, nochmal quer rüber in einen anderen Ort und dann Schlafplatz, habt ihr ja gestern gesehen im Video. Von daher freue ich mich jetzt auch, hier mal auszuruhen. Das Schwimmbad hier hat bis 19 Uhr auf. Kann gut sein, dass wir bis heute Abend auch hier bleiben. Wir haben uns jetzt noch hier um die Ecke in einem Markt mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Das wird es dann hier jetzt noch als Snack geben und ja, dann suchen wir nochmal im Wald unseren Schlafplatz auf. Je nachdem, wie wir den planen, werden wir nochmal zurückgehen an den Platz, wo wir auch heute Nacht genächtigt haben. Ansonsten, wir schauen nachher mal aufs Kartenmaterial, dass wir da eine andere Richtung gehen. Grundsätzlich haben wir noch bis Freitag Zeit. Dann geht es weiter Richtung Ostsee, natürlich mit dem Auto dann. Dort werden wir noch ein Apartment haben für eine Nacht und dann kommt die absolute Erholung, aber dazu verrate ich euch dann im nächsten Video mal mehr dazu. Okay, vielleicht gibt es jetzt noch ein paar Impressionen heute vom Rest des Tages. Ich habe manchmal nicht so sehr die Lust, Kamera auszupacken. Falls ich nachher keine Lust mehr habe, die Kamera noch mal mit mir zu zeigen, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss und schenke euch noch ein paar Impressionen vom weiteren Tag. Und würde dann sagen, bis morgen. Ciao, ciao, die Irmgard. Danke für euer Dabeisein, für euer Interesse. Tschüss.